Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Build Folge zu meinem Base Victorian House. Ja, die Villa, die baue ich nur mit dem Die Sims 4 Basisspiel, also ohne Inhalte und Objekte aus Packs. Ja, und ich bin Daniel von SimFans.de. Heute geht's weiter. Ja, wir schreiten voran. Letztes Mal habe ich das Haus nochmal gezeigt. Auch mit den Kästchen, falls ihr das nachbauen wollt. Wir haben letztes Mal hier eingerichtet. Ja, das Esszimmer. Das haben wir gemacht, da haben wir ein bisschen angefangen, da fehlt noch ein bisschen was, ja, und auch die Küche, auch hier fehlen noch ein paar Details. Und ihr habt gewotet in der letzten Folge, was sollen wir denn für eine Wand machen? Und ja, am Anfang habe ich die Rosane gemacht, dann haben alle geschrieben, nein. Dann habe ich eine Umfrage gemacht in der letzten Folge und dann war doch wieder die rosa Tapete oder die hier die Fliesen, ne, war da doch wieder im Fokus in den Favoriten ganz weit oben mit dabei. Und da gibt es jetzt aber auch, ich muss jetzt gerade nochmal gucken, wo haben wir denn die, da gibt es nämlich eine, die hat eine Leiste und eine, die hat keine Leiste. Jetzt müssen wir die wieder suchen hier. Ja, ja, ja. Fängt ja schon wieder gut an. Jetzt muss ich wieder, die hier ist es, da ist es doch. Genau. Da gibt es nämlich eine mit oben so eine Holzleiste und dann gibt es passend dazu auch eine Tapete. Habe ich durch Zufall entdeckt und jetzt muss ich wieder suchen, wo es die denn gibt, verdammt. Ich glaube, es war die da, aber ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ja, das ist es. Das ist sie doch. Oder ist es die oder ist es die nicht? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, das ist jetzt eher meine Landhaustapete. Das war eine andere, ne? Oh nein, da war es die. Da war es die, die war es nicht, oder? Doch, die hat die gleiche Leiste, dann war es die. Ja, dann machen wir die. Oder ist das okay, oder ist das nicht okay? Jetzt bitte mal wirklich schreiben, final. Ich finde das auch ganz schön, die ist so ein bisschen schnörkeliger. Natürlich hätte die grüne zu dem Holz hier gepasst. Aber ja, ein Tod muss man sterben, wie man so schön sagt hier. Der Fliesenboden, der kam aber ganz gut an, das lassen wir dann auch so. Und ja, den Rest der Details, würde ich sagen, machen wir dann wann anders. Denn ich möchte jetzt hier mal gucken, was können wir denn da wieder für einen Vorhang nehmen. Das ist voll mies irgendwie. Das ist voll mies. Also da können wir dann doch irgendwie... Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Und da lassen wir aber die normalen. Oder nehmen wir da auch... Gibt es da welche mit rosa und weiß? Ich fand das mit dem Blau eigentlich ganz toll, muss ich sagen. Also ich weiß jetzt auch nicht. Die da sind auch so schön golden. Die passen dann... Passen dann ein bisschen mehr dazu, ne? Wir haben eine weiße Küche und dann so ein gelbes Holz dazu. Das war ein bisschen schwierig. Wir lassen die jetzt mal. Ja, und ich gucke dann da noch ein bisschen weiter. Wir können auch hier nochmal gucken wegen den Farben. Aber rosa auf rosa ist ja auch nichts. Dann würde ich hier auch wieder die blauen da so nehmen. Dann haben wir das Blau so ein bisschen mit drin. Und ja, den Rest gucken wir dann später mal. Doch, das finde ich so ganz gut. Machen wir das mal so. Mhm, okay, die können wir auch noch rosa machen. Genau, die war auch noch hier. Ja, jetzt aber, jetzt strahlt das Ding hier, ne? Und da, dann machen wir wieder das Blau. Dann haben wir das Blau mit Rosa so ein bisschen gemischt. Schwappt dann auch hier natürlich stark über in das Esszimmer. Wobei ich gerade sehe, wir könnten auch die nehmen ohne diese Leiste. Ich glaube, die ist besser, ne? Die ist, glaube ich, besser ohne diese Holzleiste, ja. Wobei die auch wieder ein bisschen anders ist. Also ein bisschen... Da haben wir noch so ein bisschen Weiß mit drin. Gibt es denn die auch ohne... Ja, oder die da, ne? Die geht auch. Hey, da sind so schöne Tapeten drin. Das gibt's ja gar nicht. Das ist schon cool irgendwie, ne? Ah, da kann man sich wieder nicht entscheiden. Daniel, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Die da wär's gewesen, ne? Ja, die da wär's gewesen ohne... Holz drunter, ja. Jetzt gucken wir nochmal. Wir machen mal die. Dann haben wir die. Passt auch gut. Oder die. Also ich glaube, ich nehme die weiße ohne Holzvertäfelung. Weil in der Küche eine Holzvertäfelung ist eigentlich sinnfrei. Deswegen nehme ich die jetzt mal und gebe das nochmal ab in die Kommentare an euch. Eure Meinung zählt. So machen wir das. Let's do this. Okay, jetzt möchte ich heute unbedingt mal in das Wohnzimmer rein. Ja, oh, da freue ich mich jetzt drauf. Das wird richtig, richtig cool. Da haben wir, glaube ich, dann auch nochmal eine Farbe dafür, genau, dass das schön zusammenpasst. Wir brauchen unbedingt auch hier noch einen Kamin. Ich weiß nur noch nicht, wo ich den wieder hinpapsel hier, ne? Shiitake hier. Wir brauchen unbedingt noch einen Kamin hier drin. Also da geht er mal gar nicht ohne. Jetzt haben wir da unseren Treppenabgang gemacht. Das ist ein bisschen doof. Der hätte da nämlich gut hingepasst, ne?
Da haben wir die Fenster, wobei wir da auch ein Fenster opfern können, oder? Weil das Opferfenster, machen wir hier einen Kamin. Ja, wieso denn nicht? Hallo, jetzt, come on. Machen wir hier einen Kamin an die Wand, oben gucken wir da nochmal. Aber da muss ein richtig, also es muss ja, ne? Ah, wir gucken mal, was wir da im Basisspiel, ist es, glaube ich, schwierig. Basisspiel, da gibt es schöne Vampir-Kamine, so was da, weg damit. Ja, oder, ach, der wäre perfekt, wirklich, sorry, aber der wäre richtig perfekt, oh, das wäre geil. Naja, gut, aber hier nur Basisspiel, that's the challenge, auch der Luxus-Dinger, oh Mann, ist das fies. Mach mal weg hier. Wir nehmen den, wir nehmen diesen und da gucken wir jetzt mal, ja, der ist toll. Der ist auch toll. Ne? Ein bisschen Gold wäre schon nicht schlecht. Das haben wir, den ähnlichen haben wir schon im Esszimmer. Dann nehmen wir den da, oder? Dann haben wir da den blauen Marmor wieder aufgegriffen. Das ist doch cool. Ja, machen wir das mal so. Das Ding, das drehen wir dann einfach mal kurzerhand, dass wir da so ein bisschen diese Symmetrie wieder reinkriegen. Den würde ich auch dann so in die Richtung machen. Ja, und da haben wir doch die, haben wir die nicht schon in Blau auch rausgestellt? Ich sag's doch gerade, na, guck mal an. Dann haben wir das Blau, den Blauton. Dann haben wir da, glaube ich, ne? Oh, da gibt's auch Gold. Ja, gut, Gold passt auch. Also wir brauchen nicht immer alles blau machen, wir können auch so wieder mischen. Oh, die sind auch kräftig schön hier, ne? Ja, ja. Ja, ich möchte eigentlich hier so ein bisschen heller wieder bleiben, muss ich schon sagen. Also ich möchte es eigentlich nicht zu sehr ins Dunkle hier trimmen. Und wir brauchen jetzt hier so eine schöne Sitzecke. Ich würde auch, glaube ich, mal gucken, ob wir die nochmal vergrößern können sogar. Das ist ein richtig mächtiger Teppich da drin ist. So ein Riesenteppich, da denkt man, wow, wer hat denn den geknüpft? Ah, das ist ein bisschen zu viel, ne? Wieder, ach, das ist wieder, na, so ein Mittelding wäre wieder toll hier, Mann. Da müssen wir doch nochmal gucken, vielleicht haben wir da auch einen schöneren, weil da gibt es doch diese quadratischen hier auch, die würden da, glaube ich, ganz gut reinpassen. Im Base Game sogar. Die da, ja, die sind edel und nobel und auf jeden Fall, da passt schon die Farbe eigentlich. Oh, das ist schon cool. Oh, gosh. Ja, der da muss es sein, ne? Der da war es gerade schon. Ja, da machen wir nicht lange rum, wir nehmen den. Ja, der ist perfekt einfach. Der ist viel, viel besser. Aber der ist auch ein bisschen mini. Wieso kommt mir das alles so mini vor? Ich dachte immer, die sind viel größer. Wir haben auch hier, dann können wir den vielleicht hier irgendwo verwenden. Ich weiß noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Hier da, in unserem komischen Flurbereich. Ja, da weiß ich noch nicht genau. Aber da kriegen wir was hin. So, da hinten haben wir jetzt so eine Nische, da müssen wir unbedingt irgendwas reinmachen. Ich glaube, ich nehme mir auch nochmal die Säulen hier vor, damit das noch mehr... Ja, wir haben ja keinen so Stuckkrams, ne? Das ist so immer die Sache. Das wäre total schön gewesen. Und das kann man nur mit Tapeten machen eigentlich und mit so Säulen so ein bisschen. Damit es, ja, einen Ticken Plastizität irgendwie bekommt. Und das finde ich hier nämlich ganz wichtig in diesem... Ja, in dieser Art Haus, dass das auf jeden Fall so ein bisschen noch, ja, schwerer aussieht alles. Ich weiß nicht, wie anders sagen. Und das kriegt man halt schwierig hin. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich die Challenge. Wir müssen jetzt hier ein, ich mach mal den Filter wieder rein. Wieso geht der mal raus? Einen passenden Tisch finden und dann nehmen wir den da auf jeden Fall. Ja, oder? Ja, würde ich schon sagen. Der ist hier schon perfekt dafür, genau. Dann machen wir große, schöne... das ist meine Couch, ne? Das sind so viele Farben, da weiß man gar nicht, was zuerst nehmen. Ich glaube, die hier ist passend. Dann machen wir die Couch, die Schwere nach hinten. Und die Stühle hier so in den Raum rein mehr, ne? Ja, der Tisch ist auch perfekt, damit man hier ja noch den Teppich da unten sieht. Ein bisschen mehr Luft. Ich würde den, glaube ich, sagen wir den so parallel. Ja, ich würde schon sagen, ja, dass man hier so die Mitte hat. Haben wir da so die Mitte ungefähr. So ist es doch toll. Ja. Ja, machen wir es so, mal, let's do this hier. Okay, und jetzt brauchen wir noch so kleine Tischchen. Und da müssen so Stehlampen drauf. Das ist so ganz typisch irgendwie, finde ich. Und dann nehmen wir solche da.
Ja, oder? Ja, das sollte ruhig ein bisschen schwerer sein alles. Wir lassen da hinten auch noch den Platz frei. Dass das schön alles mittig steht und die haben. Sind wir da am Rand, müssen wir auf jeden Fall auch noch sowas hinmachen. Vielleicht nehmen wir da aber auch am besten Sideboards. Die sind mir ein bisschen zu schwer. Aber verkleinern würde ich die eigentlich auch nicht, weil die sollen ein bisschen schwer sein. Aber gibt es da nicht freistehende Tische ohne die da müssen, ne? Die da müssen da, ja klar. Die da müssen da hin, hier sowas da. Gibt es die nicht irgendwie freistehender, dass die nicht so schwer wirken? Das wäre mir noch ein Anliegen. Wir gucken mal in die Oberflächen rein. Dass wir da vielleicht noch mal was finden. Aber ich glaube... Nee, da gibt es keine schönen Schnörkel. Das sind nur die und die. Die da und die da. Ja, aber der ist immer noch besser, glaube ich. Irgendwie, ich weiß es nicht. Ist ein bisschen... Der ist ein bisschen... Ich weiß auch nicht. Der ist ein bisschen höher. Dadurch ist der ein bisschen freier, obwohl der wirklich... ein ganzes Stück höher ist. Der hat auch die Goldschnörkel-Verzierung dran. Gut, die gehen beide. Der eine hat halt wieder blau oben, aber so viel blau brauchen wir gar nicht. Ah, wie machen wir das denn jetzt am besten? Die haben überall solche Schränkchen, wo dann so Stehlampen draufstehen, so Tischlampen draufstehen, so richtig Schnörkeltischlampen. Ich glaube, ich mache das mal hier so hin, dass wir die so parallel haben. Und hier machen wir auch noch einen in die Mitte irgendwie rein. Aber das ist echt schwierig hier. Bäm, kann man den nicht doch vielleicht noch ein bisschen verkleinern? Das ist so ein kleines Ding hier, ist glaube ich besser. Ja, machen wir hier mal so ein kleines rein, mitten in den Raum und hinten dann den großen. Jetzt müssen wir aber gucken, dass wir da die Lampe drauf kriegen, weil die rastet dann oben drauf ein. Und das ist aber schlecht hier, ja. Der schwebt dann in der Luft. Also ich würde auf jeden Fall mal so einen in die Richtung vielleicht nehmen. Da muss man auch wieder gucken. Aber wir haben doch auch diesen bisschen schnörkeliger. Was haben wir da für Goldtöne? Das sind auch so wieder... Ja, ja, die ist toll. Die passt natürlich auch wieder dazu. Darf noch ein bisschen mehr sein, finde ich. Also sowas vielleicht dann auch. Wobei die ist zu Landhaus... Die ist schick, die ist auf jeden Fall sehr schick. Oh, die ist so schnörkelig. Es muss auch nicht immer alles hundertprozentig zusammenpassen, aber es soll schon... Ja, wir brauchen ein bisschen mehr Gold, ne? Müssen nur noch aufpassen, da haben wir jetzt helles Gold immer wieder genommen, auch beim Kamin. Und wenn es das hier nicht gibt, dann ist das nicht die passende Lampe, ne? Da müssen wir mal die angucken da. Ich glaube aber auch, die ist eher... Die ist schon auch heiß, ne? Zackalacka hier, die ist schon cool, so ein Trichterding. Also ich würde, glaube ich, in die Richtung irgendwie gehen, dass wir da so eine... Ja, oder die. Da gibt es keine passendes Ding. Aber das macht gar nichts, finde ich. Wir nehmen, glaube ich... Ich kann mich nicht entscheiden, Leute. Welches sieht am schnörkeligsten aus? Die ist fast wieder ein bisschen zu mickrig. Aber die sieht sehr edel aus. Ist sehr teuer auch. Es wird da noch so ein... Gut, aber so das Metall kannst du eigentlich nicht nehmen. Ne? Da bleibt eigentlich nur das Gold. Und dann haben wir dann wieder rosa mit drin. Ja, und da gibt es auch kein schönes Gold. Das muss alles Gold sein hier. Ja, es ist alles Gold, was glänzt. Gefälligst. Ja, das ist das gleiche, der gleiche Farbton. Aber mit den zwei Lampen könnten wir variieren, weil die sehen aus, wie wenn die vom gleichen Hersteller sind irgendwie. So ein bisschen. Was haben wir denn jetzt? Also ich glaube, ich nehme die, weil das sollen schwere Lampen sein. Und die machen wir dann so, dass wir die da so reinsetzen und dann mit Move Objects nach oben platzieren. So. Ja, und das muss so, die haben da überall, keine Ahnung warum, das ist bei den Amis auch irgendwie so, kein Sim weiß warum. Aber die haben so viele, viele, viele Tischlampen. Das ist irgendwie schon gruselig, dass die so viele haben, mir wenn die irgendwie umsonst geben würde oder so. Hier nochmal so ein bisschen was Goldenes rein. Und oh, das ist schon mal gut, ne? Schon mal gut. Geht.
Geht. Wir brauchen unbedingt noch Pflanzen. Ja, die haben so viele Blüten, Blumendinger auch immer. Und da passt das natürlich auch perfekt, weil hier haben wir auch keinen Fernseher, der uns irgendwie im Weg wäre. Nehmen wir doch die. Ist ein bisschen kräftiger. Ja, machen wir das mal so. Und das ist doch cool. Die finde ich ein bisschen übertrieben, wobei die könnten wir irgendwo oben so hoch oben irgendwo draufstellen. Da könnten wir dann auch die roten nehmen, die sind dann noch mehr. Ja, so ein bisschen Lippenstift, so ein bisschen damenhaft, sag ich mal. Oben on top. In die Mitte will ich die nicht stellen, die wären zu schwer, glaube ich. Und die wären auch noch cool. Also da müssen wirklich viele, viele Blumen hin. Das ist auch so dieses Typische. Die bringen immer frische Blumen da, die Butler oder so. Das ist so ein... auch so ein Wohlstands. Ja, das sind ja so Rosen, ne? Die wachsen ja da nicht in dem Topf drin, ist ja klar. Und dann müssen wir die jeden Tag irgendwie oder jeden zweiten Tag oder so alle paar Tage frisch holen. Und das sagt dann halt aus, dass es auf jeden Fall nicht billig wird hier. Ja, nee, gar nicht. Weiß ist auch wieder so ein Ding, ne? So ein Faktor. Wir müssen da unbedingt noch mehr von den Dingern reinstellen. Ich würde, glaube ich, sind wir zwei Stück. Da eins, dann kann man da hinten nicht mehr so laufen. Ja, das ist auch schön. Da ist so eine Ecke. Dann packen wir da lieber die Stehlampe vielleicht so ein bisschen hier so dazu. Ja, sollen wir das so machen? Ich glaube, so ist okay. Ich glaube, da hinten muss man auch gar nicht laufen. Das ist einfach so. Der Raum. Dann machen wir das mal. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja, das gefällt mir. Und da müssen wir jetzt auch noch mal was hinstellen. Da würde ich dann... Was haben wir denn noch im Angebot? Da ist eigentlich ein bisschen wenig noch Klemmer. Da können wir wirklich wieder noch mal so eins hinstellen. Wobei die dann... Ja, die muss auf dem Kamin irgendwie einzigartig sein. Hier würde ich dann eher... so was Kleineres dann vielleicht drauf, man sowas auch in Rot, aber dann... Ja, und jetzt brauchen wir Gemälde. Das wird jetzt auch wieder schwierig, weil wir haben schon wieder fast keine Wand mehr frei. Am Anfang habe ich gedacht, hey, wir haben so viele innenliegende Wände. Aber nein. Das ist ein richtig schönes Bild, Gemälde, ne? Und das muss aber eigentlich schon den kräftig goldenen Rahmen haben. Die anderen sind ein bisschen wenig. Also ich würde mal gucken. Also wir können das natürlich über den Kamin machen, indem wir nämlich da oben so eine Vase haben. Das ist halt schwierig. Sollen wir die kleiner machen und dann dafür das Bild ein bisschen höher? Ist natürlich cool, ja? Wenn man da ein bisschen mehr Prunk. Das andere ist eher dann so ein Stückel dezent. Und jetzt wäre es natürlich auch noch toll, wenn wir irgendeine Person noch hätten. Eine Person. Oh, der ist auch toll, der Rahmen, ne? Das Weiße wirkt auch richtig gut. Das könnte das Ferienhaus sein. Keine Ahnung, was weiß ich. Das ist irgendwie halt ein Ding. Und das Weiße natürlich auch heißen. Das ist eh geil. Haben wir das nicht schon im Esszimmer genommen? Was haben wir denn da genommen? Nee, da haben wir auch dieses Landschaftsbild. Aber das passt natürlich schon auch ins Esszimmer rein. Was haben wir denn da? Da haben wir das. Genau, dann wusste ich es doch. Haben wir schon den genommen. Gut, und die gibt es auch noch. Die sind auch schweineteuer, habe ich in Erinnerung. Sind mir 4000, ne? Hochzeitsporträt. Eieiei. Dass man die vielleicht noch irgendwie mit reinbringt. Oh ja, man könnte das hier so platzieren. Das sieht so ein bisschen urnenmäßig aus. Hier wie so ein kleiner Gedenktafel-Dings. Und dann kommt das vielleicht dahin. Mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall noch Vorhänge. Das ist ja ganz klar, ne? Also da geht gar nichts dran vorbei. Ich würde am liebsten ja solche da nehmen und ich glaube, ich mache es auch. Das vergrößert die Fenster ungemein. Und Rot wäre geil, ne? Rot wäre schon, ach, das wäre schon krass. So ein bisschen Farbklecks da rein. Das müssen wir mal angucken uns. Weil das ist halt, die Vorhänge sind dann zu dominant, aber, ne, das muss schon, aber diese gelben Lappen da haben wir eigentlich auch nicht.
Und die anderen Sachen, oh, das ist schwierig. Das passt zu den Vorhängen, so ein bisschen orangetönig, aber verschwimmt dann auch wieder mit der Tapete. Und so, das Blau ist zu grell einfach, ne? Aichi Bombaichi, wir hätten noch die im Angebot. Die gibt's doch auch in diesen Tönen, in diesen tollen. Aber da könnten wir sogar die schmalen nehmen. Wäre auch sinnvoller bei den Fenstern, aber die sind auch wieder ein bisschen zu schmal. Ich hätte doch gern, Mann. Ich hätte doch gern hier welche, die über mein Ding drüber gehen. Aber wenn ich jetzt da zwei ineinander mache... Oh, das geht eigentlich. Guck mal, das passt sogar. Hey, Wahnsinn. Ja, dann müssen wir die nehmen. Ja, dann müssen wir die nehmen, also liebes Spiel. Hier. Das ist ja dann mal klaro hier. Das ist ja mal dann... Aber die müssten eigentlich bis zum Boden gehen, ne? Obwohl, es sind ja eigentlich so Fenster. Man könnte die ja so höher machen, dass es dann... Also es gibt entweder... Haben wir da aber nicht den Außenbereich, oder? Ach, scheiße. Entschuldigung. Jetzt haben wir da die Fenster vielleicht auf 3 reduzieren, dass wir die in die Mitte mehr setzen. Ich glaube, da oben macht es auch gar nichts aus, weil das eh ein Balkon ist, sieht man, hat man nicht so eine Front. Aber da hat man die Stützsäulen drin. Das ist schlecht. Wie sieht es aus, wenn wir das dritteln? Das müsste eigentlich hinhauen von der... Logik her. Ne, das müsste ja recht nicht, haut nicht hin. Aber wir können die ja so machen. Und dann machen wir da ein Fenster und hier ein Fenster. Und dann sind die auch wieder zusammen, die Fenster, ne? Sind die auch wieder zusammen. Das wollte ich ja gerade nicht, aber dann habe ich wenigstens den Rand da nicht. Ne, dann hätte ich stehen hier so. Und genau, da wird es ja passen dann. Müsste man noch die... Ja, dann machen wir das doch so. Dann können wir nämlich genau in den Positionen auch hier wieder unsere Säulen lassen. Und oben machen wir dann hier auch nochmal welche rein. Ja, hat man da noch sogar noch mehr schöne Schnörkelbögen. Noch massiver alles. Ja, übertreib's. Aber das ist hier erlaubt, glaube ich mal. Ja, dann machen wir das hier mal so. Packen wir die wieder dahin. So, da war. Ist das jetzt richtig? Ich glaube noch nicht. Die brauchen wir nicht mehr. Ja, so machen wir das. Die flackern jetzt ein little bit hier. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Kann mal probieren, die ein bisschen freier zu verschieben, aber... Ja, vielleicht finden wir da eine Farboption, die nicht so sehr flackert. Jetzt haben wir einfach mal die Folien genommen, ohne nach den Farben zu gucken. Aber dann müsste man jetzt wieder die nehmen, ne? Das wird doch wieder so sehr im Blau gelandet. Echt mal. Echt mal hier, Mann. Mann, eh. Ja, da oben, da flackert es mir zu sehr. Das ist jetzt echt doof. Das ist, nee. Dann müssen wir die Fenster, wohl oder übel, entfernen. Jetzt alle, what, wieso? Weil wir erst diesen Dinger da platzieren und den ein bisschen höher machen als den nebendran. Und dann flackert das Ding nämlich nicht mehr. Ja, und der da muss jetzt wieder tiefer. Der kann eigentlich wieder am Fenster andocken. Soll er sogar auch, ja. Dann haben wir nämlich die richtige Höhe. Dann flackert es hier vorne zwar ein bisschen, aber das kann man nie vermeiden. Yeah, das ist halt so. Und jetzt kann man das Fenster hier wieder reinsetzen. Dann richtet sich der Vorhang nicht mehr am Fenster aus. Ja, das ist schade hier, echt mal. Guckt man das so arg hin oder ist das genehmigt? Wir könnten auch mal probieren, ob wir in die Mitte vielleicht so einen schmalen reinmachen. Weil das sieht ja auch wieder komisch aus. Oder ich verzichte auf meine Fensterbänke. Die finde ich immer so toll. Die fand ich so sweet hier, die Fensterbänke. Die sind so schön irgendwie. Ach Mann. Ich bin so unschlüssig. Ja, es ist einfach zu breit, ne? Oder man macht das Fenster ganz weg und sagt dann... Bild in die Mitte oder so. Ja. Das wäre, glaube ich, auch sinnvoll. Das wäre auch noch sinnvoll. Ja, dann wäre das so ganz gut. Dann lassen wir das so. Lassen wir das so mal. Genau. Und da machen wir ein Bild rein. Wir können eigentlich auch einen Fernseher reinmachen. Das ist ja gar nicht mehr so verkehrt. Ich habe ja immer gesagt, ich möchte eigentlich schon... Na, das passt jetzt da nicht so gut. So ein Victorian-Style-Haus, aber nicht in der Vergangenheit, sondern schon irgendwie in der Gegenwart. Aber das passt jetzt nicht so. Wenn, dann kriegen die einen Kinosaal oder so.
Wenn schon, denn schon. So, und ihr seht es jetzt hier auch mehrfach schon. Ich habe hier dieses Gemälde reingehangen, hier mit dem Klavierthema. Und das ist auch ein großes Thema in diesem Haus. Das haben ganz viele gevotet in den Kommentaren. Habt ihr ganz oft geschrieben, machen wir so ein Klavier da rein. Und da gibt es auch dieses goldene Schnörkelklavier, dieses klassische Antikklavier im Bassgame. Das schalte ich mir frei mit dem Cheat bb.ignore-gameplay-unlocks-entitlement. So, Game mit Unlocks-Cheat ist on. Rein und wieder raus. Da ist es doch. Hier, guckt mal an. Ja, das muss ja unbedingt eigentlich rein. Ohne das geht ja mal gar nichts, will ich jetzt mal sagen. Und ich würde auch mal sagen, wir machen das irgendwie so in die Richtung, dass die Herrschaften, ja, dann hier bespielt, bespaßt werden können. Da gibt es sogar ein Blau. Was für eine unsagbar, boah, wir müssen mal so ein schwarzes Haus machen, so ein dunkles Haus. Und dann dieses Gold dazu, wie beim Black and Gold Puritan Spa. So eine schöne Reihe gewesen. Aber die haben das kombiniert mit dem Lila, das ist auch gewagt. Also ich würde es, glaube ich, ach, das ist wieder schwierig. Wenn wir da den weißen Teppich da noch... Müsste eigentlich schon das Blaue dann sein, ne? Wenn die schon diesen Stil da haben. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Sissi. War das nicht auch so ein Blau? Bei diesen Kaiser-Dingern da? Also das kann man eigentlich nicht so mitten rein. Das muss irgendwie so ein bisschen schräg, irgendwie so ein bisschen hier so... So irgendwie. Vor das Fenster, das kann ich mir gut vorstellen. Dann hat man hier noch die Luft auch. Zu diesem Tischchen, da kann man drum rumlaufen. Und ja, ist ja trotzdem so sein Bereich, ne? Wo man nicht jetzt die ganze Zeit vorbeiläuft, sondern man läuft ja hier vorbei. Wenn man rauskommt, läuft man ja hier in die Richtung eigentlich. Gut, hier, wenn man ins Wohnzimmer will. Aber da hat man dann noch den Platz. Ja, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir da für Fenster hinmachen. Also für... Nee, das ist jetzt wieder schwierig. Das ist so blöd, dass man die nicht so ein bisschen kombinieren kann. Das wäre so toll. Wir müssen jetzt hier mal gucken, dass man die vielleicht... Kann die ja auch nicht in die dazwischen machen. Die dann vielleicht austauscht. Gegen ein Fenster, was zwei Kästchen breit ist. Und vielleicht sogar... Gab es die Dinger nicht in mittlerer Wandhöhe? Ich glaube, ich verzweifle hier gerade. Die gab es doch auch in mittlerer Wandhöhe. Oder bin ich jetzt blöd? Gab es die echt nicht in mittlerer Wandhöhe? Das ist aber wirklich jetzt komisch. Ich hätte schwören können, die gibt es in mittlerer Wandhöhe. Weil die sind alles so tief. Aber gerade die sind doch eigentlich die Vorhänge, ne? Also die fetten Lappen an der Wand, die edlen Dinger da, ne? Das wäre natürlich viel besser, wenn die so hoch hängen würden. Theoretisch. Also ich würde ja schon ganz gern Fenster auch nehmen, die bis nach unten gehen. Deswegen nehme ich da nicht die gleichen. Man könnte es mit denen, aber die sind auch wieder, nee, die sind auch wieder auf dem Kästchen. Wir müssen so ein Fenster nehmen. So eins, glaube ich. Ja, dass da dazwischen passt. Und von außen sieht es dann gar nicht mehr so schlimm aus, weil da haben wir die Fensterläden dann. Wobei die gerade an dieser Stelle eigentlich überhaupt keinen Sinn machen. Aber da haben wir die dann auch wieder von da, genau, das sind ja die gleichen. Na denn, dann ist das doch gut. So, jetzt haben wir wieder dieses Schwarz-Ding-Problem. Dann machen wir einfach so und wieder zurück und dann passt's. Und ja, das ist echt doof, ne? Ich hätte das so gern damals so die Dinger ein bisschen höher gehabt. Wenn wir das so, dann hängen die auf der gleichen Höhe wie drüben. Und dann ist das Ganze so ein bisschen muffiger, dadurch, dass man nicht so viel rausgucken kann zwar, aber es ist in Ordnung. Ja. Ja. Das finde ich gut. Da hinten, da haben wir ein Fenster, deswegen, sonst hätte ich das schöne Bücherregale reingepapselt. Aber das ist natürlich doof, ne? Sollen wir das Fenster verreißen? Ich meine, das geht eh nur auf dem Balkon, aber da kann man immer schön rausgucken, wer kommt. Aber das bietet sich jetzt so gut an für so eine Bücherregalecke. Wir gucken mal, ob wir welche finden, sonst holen wir uns das Fenster einfach wieder. Dass man da einfach, das schreit ja richtig danach, dass man da ein Bücherregal reinstellt. Schön versetzt nach hinten. Und ich will nur Base Game, bitte, danke. Ja, da müsste eigentlich sowas da rein, ne? Das ist schon mal ganz gut, aber das ist mir zu dunkel. Also gibt es den denn nicht ein bisschen heller? Das ist auch ein bisschen schade. Schade.
Ja, da hätte man jetzt auch, da hat man auch ein bisschen mehr Platz, ne? Aber ich glaube, ein Dreierbücherregal gibt's gar nicht mal. Wir könnten uns mit einem schmalen arrangieren und das dann irgendwie doppelt verwenden, ne? Also so könnte man es machen. Das ist jetzt auch nicht, das ist zu schäbig, ja? Ist zu billig. Zu billiges Regal. Sowas wäre cool, das ist auch wieder so altehrwürdig und passt auch vom Holz her. Das ist aber schwieriger, da irgendwie so ineinander zu kriegen. Also das ist so ein bisschen... Ja, das ist so ein bisschen... gut, man könnte die ja wirklich mal in die Wand stellen. Dann ist es nicht so ein Wandregal, sondern wirklich, da stehen dann halt zwei solche Dinger da drin. Ist ja gar nicht mal so schlecht, oder? Gar nicht mal so schlecht. Ich würde am liebsten da nochmal so einen Stuhl hinstellen, aber ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn man da nochmal... Weil so Stühle haben die oft, ne? Dass die irgendwie da rumfahren. Wir brauchen hier noch allerlei Deko auch. Also müssen so Kleinigkeiten rein, wie hier auf die Fensterbank, dann so ein Buch und sowas, ne? Das ist sowas Typisches irgendwie, finde ich. Oder hier macht man noch so Kerzen, da müssen noch so hochwertige Kerzenhalter irgendwo dazu. Haben wir das nicht auch in der Beleuchtung drin? Sind da irgendwie so schöne, die ist ja die aus dem Update. Die könnten noch passen, weil die sind auch so ein bisschen, ja, sie sind so ein bisschen verschnörkelt einfach. Das ist jetzt nichts, was man sagt, hey, das hat irgendwie noch was, ja, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie cool. Ich weiß nicht, wie ich es sagen, ihr merkt es schon. Da haben wir die Kerzen, haben wir dann im Base-Game. Oder gibt es noch diese Kerzenhalter natürlich. Die passen da auch dazu. Die hätten hier noch was irgendwie, finde ich. Das könnte man hier noch nehmen. Jetzt habe ich die extra genommen, aber irgendwie... Würde ich nochmal gucken, ob wir da nicht noch mehr... Ja, wir müssen ein bisschen mehr Gold reinkriegen in das Haus noch. Sondern auch total aufpassen. So Kerzenschimmer, ne, so Harry Potter mäßig, leuchtet durch die Papyrusrollen irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, und da hat man dann vielleicht auch nochmal einen Teppich oder so, dass man hier nochmal irgendwas, was können wir denn da nehmen? Irgendwas, Farben, da wäre ja auch so ein gelber oder so ein goldener, sowas irgendwie. Ja, wäre vielleicht noch ganz gut. Aber der gefällt mir jetzt nicht so toll. Nicht so gut. Der ist ein bisschen zu krass. Wobei, das geht auch mit dem Schwarz. Das ist so ein bisschen... Wenn dann irgendwie ein Dunkelblau, das wäre mir lieber. Oder sowas. Das geht immer. Das ist ein bisschen dezenter. Ja, machen wir den doch. Mhm. Und ein bisschen kleiner noch. Kann man hier so ein bisschen noch was lesen? Das ist doch okay, oder? Und da machen wir nochmal so ein Sideboard-Dings hin, auf jeden Fall. Ohne geht gar nichts. Ohne geht gar nichts. Unsere Kerzen hier. Ich finde das halt, das hat auch sowas. Ich drehe die noch ein bisschen, dass die nicht so gleichmäßig aussehen. Irgendwie. Also gut, die Schwere muss schon nach hinten auch. Ne? Ja gut, dann war das nicht so, was wir das vielleicht so machen. Kann man die nicht ein Stück weiter vorziehen? Let me do this. Let me do this. Ich hätte gerne so ein Stück weiter nach vorne, ne, dass die nicht alle so kerzengerade nebeneinander stehen. Die steht so arg in der Wand. Das ist so ein bisschen gefährlich irgendwie. Ich glaube, ich muss die andere auch weiter nach vorne ziehen. Ne? Das ist so ein little bit, sieht das komisch aus. Mhm. Okay. Boah, das Ding klaut ja jetzt richtig schon. Jetzt brauchen wir noch, ich hoffe, ich krieg das irgendwie hin, dass wir da nochmal so eine tolle Lampe da irgendwie machen. Aber die hängen auch alle wieder zu hoch, ne? Die hängen zu hoch. Die muss man viel tiefer hängen, die Dinger. Das kann man aber nicht machen. Ja, das kann doch nicht sein. Ich kann doch keine Victorian Villa in Wandhöhe niedrigste da irgendwie machen. Das ist auch nicht zu fassen, oder? Weil die einem das echt aufquatschen. Gut, den könnten wir auf jeden Fall noch nehmen. Der wäre natürlich
Der wäre natürlich krass. Aber wenn man den vergrößert, ist er, glaube ich, zu krass, ne? Ja, das ist zu krass. Leider. Leider wirklich. Also so ein Mittelding wäre echt genial gewesen jetzt. Wieso kann man die nicht einfach tiefer hängen? Da oben, da guckt auch keine Sau hin. Na, machen wir die Lampe hier noch in die Nische da rein. Und die packen wir hier so dazu. Wobei wir unten eigentlich schon genug Lampen haben, ne? Das darf gern so ein bisschen schummrig hier sein, finde ich. Das muss nicht mal so voll von oben auch noch beleuchtet werden. Guck mal, wie gemütlich das gleich aussieht, wenn man ein bisschen die Lampen ausmacht und dann diese Stehlampen da nur benutzt. Bisschen Kerzenschein rechts und links. Ist doch schön. Ist das schön oder ist das schön? Machen wir es so. Wahrscheinlich nehmen die deswegen diese Stehlampen. Die Amis, sag ich jetzt mal. Oder die Kaiser. Die alten Europäer. Oh, da haben wir noch unsere Ritter. Oh, die passen natürlich. Also da kann man ein bisschen kleckern hier noch damit. Wobei die auch sehr gut in diesen Flur reinpassen würden. Weil da fehlt uns noch was. Dekomäßig. Und die würden da echt gut in den Flur reinpassen. Ja, wenn wir da nochmal so ein richtig fettes Gemälde jetzt hinhängen. Deko. Nee. Nehmen wir denn da sowas dann vielleicht? Haben wir die. Ja, gut, das ist mir zu künstlerisch. Also, die sind ja eher dann, wenn dann so klassisch. Das wäre schon ein fetter Rahmen, ne? So klassisch, das ist eher so das Stil, finde ich. Künstlerisch, aber trotzdem klassisch. Also, schwierig zu sagen. Ich gehe mal rein in Gelb. Ja, da zeigt er mir nur den an. Da zeigt er nicht mal alle an. Den haben wir im Esszimmer, den Schinken, glaube ich. Ja, den haben wir im Flur. Wobei der auch hier ganz gut passen würde. Na, sollen wir den im Flur vielleicht austauschen? Weil der nicht eh auch ein bisschen, können wir mal mit dem dahin. Ja, das große Bild kommt rein. So, im Flur spielt die Blaskapelle und hier haben wir dann das Blumengesteck. Die fahren ja voll auf Blumen ab, deswegen ist das jetzt hier der Fall. Ich finde diese Schränkchen auch in den dunklen Farben richtig, richtig schön. Aber wir haben uns jetzt hier für dieses Holz entschieden, deswegen würde ich das fortführen. Und auch die könnten wir vielleicht auch nochmal irgendwo nehmen. Soll das hier nochmal irgendwo vielleicht unterkriegen, ich weiß auch nicht. Ja, weil da, das ist auch so ein Alleinstellungsding, ne? Da hinten ist es zu schwer. Hier ist mir ein bisschen auch zu viel, zu breit. Und da können wir das dann wieder machen, ja. Dann nehmen wir auch hier wieder diese eine Vase, die wir da hinten hatten. Die könnten wir... Ja, das ist blöd, immer vor das Bild was zu stellen, ne? Das ist wieder zu schwer. Dann mit dem Butler. Hier muss auf jeden Fall Blümchenzeugs rein. Das Ding, das können wir aber trotzdem noch nehmen, oder? Das muss eigentlich da hinten in die Ecke rein. Das muss genommen werden, das Ding. Da muss zuerst mal die Pflanze weichen. Aber der Blick wird hier auch ein bisschen begrenzt. Ich glaube, ich mache hier echt mal die Säulen weg. Und wähle hier mir doch, ich muss mal kurz drum rumgucken, eine mit Vertäfelung eigentlich schon, ne? Muss eigentlich schon. Das ist schon edler. Das ist schon edler. Oder sogar eine höhere, die könnte man auch nehmen. Wobei jetzt hier, wir haben einen dunklen Boden, ne? Das ist natürlich auch geil. Ja, ich würde das, glaube ich, so machen. Das sieht noch irgendwie jetzt auf den Blick. Ich weiß, ich wollte es weiß machen. Aber wenn wir es dann hier so machen, mit dem Boden, dann müsste man es auch so machen. Oder wir machen das hell. Dann müssten wir aber eigentlich, finde ich, auch einen hellen Boden nehmen. Und dann wird es mir, glaube ich, ein bisschen zu hell. Ich wollte es hell haben, aber dann also entweder so, ne, das ist das eine. Passt auf jeden Fall, Victorian-mäßig ist immer mehr weiß, finde ich jetzt irgendwie. Ja. Ich glaube, ich mache es doch weiß. Ja, aber wir gucken nochmal wegen dem Boden. Schade, dass es den nicht in weiß gibt. Das wäre auch noch schön gewesen. Zeig mir mal alle weißen Böden, bitte, liebes Spiel. Das gucken wir jetzt heute noch. Oh, der ist natürlich auch... Oh, scheiße. Der wäre natürlich perfekt.
Ja, diese Teppiche da, ne? Ich glaube, wir müssen doch Vampire nehmen, Leute. Ich baue ja nur mit dem Basisspiel, ja? Oh, da gibt's noch mehr von den Dingern. Ach, shit, Leute, wir müssen ein Redesign machen dann mit Vampiren. Da muss ich an die Böden denken. Ja, da machen wir ja auch. Wenn ich noch Bock habe, wenn ich noch Victorian sehen kann. Den gleichen wie in der Küche nehmen wir nicht. Marmorboden geht auch. Ist auch sehr heiß. Ich würde aber hier, glaube ich, einen Holzboden nehmen. Wenn ich denn einen schönen finde. Wobei der eigentlich auch ganz cool ist, den wir hatten. Der ist mir ein bisschen zu rustikal, aber der ist richtig schön. Ne? Das sieht auf jeden Fall teuer aus. Anderes bleibt uns nicht übrig. Ey, sind das echt alle weißen Böden hier. Der Marmor geht immer, aber das ist mir dann zu schlossmäßig auch. Ja, das ist auch ein bisschen in die Richtung. Komm, wir nehmen den jetzt. Ja, wir nehmen jetzt den und ihr schreibt mir mal, wie ihr das findet. Für heute haben wir es auch. Das war's mit dem Base Victorian so far. Wir hören uns dann in der nächsten Folge hier zu dieser Baureihe. Oder natürlich dann jetzt noch bei dem anderen Video eurer Wahl, falls ihr noch mögt. Dann ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Sonst ciao.